Und weiter geht's mit Assassin's Creed 3 und einer kleinen Wiederholung der Mission. Der Mission Gefecht von Lexington Concord muss ich wiederholen, weil mein Aufnahmeprogramm umgespackt hat und mir 3 Minuten von der Folge geklaut hat. Nerv. Weil ich mich gewundert habe, warum die Folge nur 11 Minuten ist. Sie war eine Viertelstunde lang und da hat einfach ein bisschen was rausgecuttet. Ich weiß nicht wieso, dann müssen wir die Mission halt wiederholen. Ach, war das nervig. Ich habe mich immer gewundert, warum Windows Media Player abschmiert beim Wiedergeben. Kein Wunder, wenn es nur stottert. Spiele ich die Mission kurz nach. Lalalala. Ich hoffe, die Gespräche nach der Mission kommen auch noch. Wenn nein, haben wir ein Problem. Bleibt standhaft, Männer! Ihr dürft nie! Niemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Teufel macht ihr denn? Haltet eure Positionen! Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Zeig das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh schon! Okay, oh, nur 3 Minuten Zeit. Hoppala. Nicht schön, mich, dass die Flügel jetzt extrem laut im Hintergrund sind, weil ich mit Takt die Folge nachspiele. Bewegt euch, wir haben. Ja, ich beeile mich doch. Ist doch gut. Lalalalalala. Aber ich sollte mich wieder richtig hinsetzen. Ich sitze hier gerade so halb auf meinem Stuhl. Weil ich gerade der Vögel noch zugemacht habe, damit sie mir jetzt nicht rumfliegen und noch lauter werden, wie sie schon sind. Nach Concord, Leute! Ja, ich bin da unterwegs. Aber das kann ich vergessen. Augenblick, Pause, ich rede mal kurz mit den Vögeln. Bis gleich. Und weiter geht's. Ich habe einfach mal das Licht ausgemacht. Es ist so low runter, weil wieder das Zimmer dunkel ist. So wie wenn ich abends aufnehmen würde. Vielleicht sind sie dann ruhiger. Los, alle Mann, fliegen! Ach. Die nehmen Gefangene! Ja, ich weiß es. Zivile Geiseln befreien, das machen wir natürlich auch. Setzt du dich mal ab? Warum er gerade nicht abgesprungen ist, weiß ich auch nicht. Ja. Komm. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, das Pferd steht da. Sehr gut. So, das habe ich nämlich das letzte Mal auch gemacht. Deswegen mache ich das diesmal auch. Das war schon nervig, wenn man dann rendert und wundert sich, warum die Folge 3 Minuten kürzer ist als geplant. Oder wie man sie aufgenommen hat. Ich habe eine Überraschung für die Hummerbuckel. Sehr blöd gelaufen. Aber zum Glück gibt es ja Assassin's Creed die Nachspielen der Synchronisation. Es kann allerhöchstens sein, dass uns die 4 Minuten am Ende fehlen. Weil es dann ein Gespräch gibt. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Hautröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher.
Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Sir! Bemannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Gib den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen ihr Ziel. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Wird gemacht. Bei der anderen Aufnahme hat es sehr gut funktioniert. Wir müssen warten, bis die jetzt in Stellung gehen. Die sind noch nicht in Sichtweite. Noch nicht. Jetzt. Sehr schön. So, ich stelle euch mal das höher. Noch nicht. Jetzt. Und nach links. Vorbereiten. Nein, ihr nicht. Ihr sollt euch Wartet vorbereiten. Auf mein Signal. Dann ist die Brücke wieder dran. Warten. Diese stehen und an ihre Waffe gehen. Jetzt. Feuer frei. Sehr schön. Nicht schießen. Und Feuer. Nicht schießen! Los! Auch schön. Vorbereiten! Nein. Scheiße. Nicht schießen! Schießt! Die waren schon nämlich in Stellung. Sehr schön. Wartet auf mein Signal. Vorbereiten! Und hierhin. Und schießen. Ja. Nicht schießen. Schön, die volle Synchronisation scheint machbar. Vorbereiten. Wieder mal. Schießt. Macht euch bereit. Schießt. Glaube ich. Das Signal abwarten. Schießt. Vorbereiten! Los! Die laden nach, optimal. Nicht schießen! Feuer! Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Wir müssen nochmal hier bleiben. Schießen! Ich will schießen! Vorbereiten! Oh. Noch 6, 24. Nicht schießen! Jetzt feuern! Schießen. Ich muss hier stehen bleiben, weil da zwei Gruppen stehen und schon die dritte im Anmarsch ist. Komm. Schießt! Jetzt wieder nach ganz nach links. Nicht schießen! Sehr schön. Vorbereiten! Jetzt feuern! Und sehr schön. Gewonnen. Rückzug! Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein!
mit James Barrett reden. Schön. Ab hier hat nämlich dann meine Aufnahme versagt. Ich weiß nicht wieso. Nur plötzlich war ich in einem Gespräch mit Barrett und dann urplötzlich in einem Gespräch was danach, wo ich nicht weiß, ob das noch zu der Mission gehört oder ob das einfach so kommt. Wenn das einfach so kommt, haben wir ein Problem. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. So. Die Gefechte von Lexington und Concord. Gut, das Gespräch danach kommt nicht. Das werde ich mir dann irgendwo herbesorgen. Und ein Schnippel mit meiner Aufnahme zusammen, wo es dann wieder funktioniert hat. Gut. Ja. Dann hören wir uns in der nächsten. Nicht in der nächsten Folge wieder, sondern dann schnippel ich da was zusammen. Deshalb habe ich die Mission jetzt nochmal neu aufgenommen, ohne was kaputtes. Weil ich bin schon ein bisschen weiter. Ich bin nämlich schon eine Sequenz weiter. Nach dem Stand der Folgen, die ich aufgenommen habe. Mittendrin hat es halt dann mal die Folge zerhauen. Aber ich werde da was zusammenschnippeln und dann hören wir das Ende von meiner Originalaufnahme. Ja, dann hören wir uns gleich wieder. Das war die Tuberkulose, der Stadt schwer okay. Zugesetzt. Und dann hinaus mit uns. So, wo sind wir jetzt rausgekommen? Da unten. Gut, und wo muss ich hin? Ja, stimmt, hier konnte man ja die Gebiete einsehen. Kann ich dahin schnell reisen? Nein, kann ich nicht. Aber da reisen wir aber erst in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns in der nächsten wieder. Tschüssi!